Eines Tages dachte Miffy, es wäre schön, wenn ihre Freundin Aggie bei ihr übernachten würde. Sie fragte ihre Mutter, darf Aggie heute zu mir kommen und bei mir übernachten? Ja, das wäre schön, sagte Miffys Mutter. Ich rufe gleich Aggies Mutter an und frage, ob sie es erlaubt. Am Nachmittag klingelte es. Und Aggie stand mit ihrem kleinen Koffer vor der Tür. Ich habe Miffy ein kleines Geschenk mitgebracht, sagte Aggie. Es ist ein Bild, das ich selbst gemalt habe. Miffy freute sich so sehr über Aggies Bild, dass sie gleich in ihr Zimmer lief und es an die Wand hängte. Es ist wunderschön, sagte Miffy. Aggie fing gleich an, ihren Koffer auszupacken. Sie hatte ihr Nachthemd, ihre Zahnbürste, ein kleines Bilderbuch und natürlich ihren eigenen kleinen Teddybär mitgebracht. Das ist aber eine Überraschung, sagte Miffy. Er sieht fast genauso aus wie mein Teddybär. Guck mal. Die beiden Teddybären sahen genau gleich aus. Dann rief die Mutter sie zum Essen. Und natürlich waren ihre Teddybären auch hungrig. Passt auf, dass ihr sie nicht verwechselt, Kinder. Eure Teddybären sehen fast gleich aus. Sie haben sogar dieselbe Farbe. Aber ich weiß, welcher meiner ist, sagte Miffy. Und ich weiß, welcher meiner ist, sagte Aggie. Das ist gut, sagte die Mutter. Dann gab es etwas Leckeres zu essen. Es gab Karotten, Lauch und 4 köstliche Tomaten. Es schmeckte so gut, dass die kleinen Hasenmädchen alles aufaßen. Nach dem Essen war es Zeit, schlafen zu gehen. Schlaft gut, sagte die Mutter, damit ihr morgen zum Spielen nicht zu müde seid. Miffy war müde. Aber Aggie war hellwach. Ich höre lauter komische Geräusche, sagte sie. Das ist nur der Wind, der durch die Blätter der Bäume rauscht, sagte Miffy. Das ist nichts Besonderes. Es ist so dunkel hier, sagte Aggie. Soll ich die Tür ein wenig aufmachen? Fragte Miffy. Ich kann immer noch nicht einschlafen, sagte Aggie. Miffy knipste ihre kleine Nachttischlampe an und sah, dass Aggie anstatt ihres eigenen Miffys Teddybär im Arm hatte. Jetzt weiß ich, warum du nicht schlafen kannst, sagte Miffy. Das ist nicht dein Teddybär. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, sagte Aggie. Unsere Teddybären sehen gleich aus. Aber jeder hat seinen eigenen, besonderen Geruch. Natürlich, sagte Miffy, mein Bär riecht so wie ich. Und mein Bär riecht so wie ich, sagte Aggie. Daran können wir unsere Teddybären erkennen, sagte Miffy. Als jedes der kleinen Hasenmädchen den eigenen Teddybär mit seinem eigenen, besonderen Teddybärduft im Arm hatte, schliefen sie beide ein und hatten wunderschöne Teddybärträume bis zum nächsten Morgen. Eines Tages kam ein Brief von Tante Alice. Miffys Mutter öffnete den Brief und las, dass Tante Alice für all ihre kleinen Freunde ein Maskenfest geben wollte. Miffy ist herzlich dazu eingeladen, schrieb Tante Alice, und alle Kinder müssen sich maskieren. Oh, wie schön, rief Miffy. Aber was heißt maskieren? Das heißt, du musst eine Maske tragen, damit du aussiehst wie jemand anderes, sagte Miffys Mutter. Also, was für eine Maske könnte das sein? Auch Poppy Pig hatte eine Einladung bekommen. Und Boris Bär hatte auch eine Einladung bekommen.
Und Barbara Bär auch. Sogar Schnuffi war eingeladen. Tante Alice hatte sie alle zu ihrem Maskenfest eingeladen. Endlich war es soweit und es war sehr lustig. Tante Alice konnte nicht erkennen, wer da hereinkam. Miffy hatte eine Poppy Pig-Maske vor dem Gesicht. Poppy Pig kam an und trug eine Barbara Bär-Maske. Barbara Bär hatte sich als Tante Alice verkleidet. Und Tante Alice sah aus wie Boris Bär. Boris Bär hatte sich eine Schnuffi-Maske umgebunden. Und Schnuffi trug eine Miffy-Maske. Was haben wir alle für schöne Masken, sagte Tante Alice. Bevor es Eiscreme und Kuchen gibt, müssen wir raten, wer hinter den Masken steckt. Wer alle Namen richtig rät, bekommt eine schöne Belohnung. Sie sahen einander ganz genau an. Wer versteckt sich hinter der Maske? Wer könnte das sein? Wer ist das? Und wer ist das? Aber die Masken waren so gut, dass sie es nicht erraten konnten. Dann riefen sie alle auf einmal: Wir wissen, wer du bist. Du bist Tante Alice. Wir können dich an deiner weißen Schürze erkennen. Und dann nahmen sie alle ihre Masken ab. Tante Alice sagte: Ihr habt alle erraten, wer ich bin. Und jetzt bekommt ihr auch alle Eiscreme und Kuchen. Und ihr alle bekommt eine schöne Belohnung. Sie ließen sich die Eiscreme und den Kuchen schmecken. Als das Fest zu Ende war, bekam jeder einen bunten Luftballon und dann gingen sie nach Hause. Miffy dachte, das war ein schönes Fest, aber ich bin froh, dass ich ich bin und nicht jemand anderes. Miffy hatte ein großes Abenteuer vor sich. Auf Wiedersehen, Mutter, sagte Miffy. Denn sie durfte mit ihren Freunden Boris und Barbara Bär zum Zelten gehen. Die beiden kannten viele schöne Plätze im Wald, aber dieses Mal wollten sie ihre Zelte oben auf dem Hügel hinter Miffys Haus aufbauen. Sie mussten hoch hinaufsteigen und ihre Rucksäcke waren sehr schwer. Aber Miffy konnte genauso gut klettern wie Boris und Barbara. Endlich waren sie auf dem Hügel angekommen. Wie schön das aussah. Es war Frühling und die Wiesen waren voller bunter Blumen. Die Vögel sangen und bunte Schmetterlinge flatterten hin und her. Wollen wir hier unsere Zelte aufbauen? Fragte Miffy. Ich glaube, es wird hier oben auf dem Hügel ein bisschen zu windig sein, sagte Boris. Wenn wir ein Stück weiter ins Tal hinuntergehen, sind wir vor dem Wind geschützt. Sie gingen den Hügel hinunter. Miffy wurde langsam etwas müde. Können wir hier unsere Zelte aufbauen? Fragte Miffy. Ich fürchte, hier ist es zu steil für unsere Zelte, sagte Barbara. Aber da unten ist ein See. Das wäre ein schöner Platz zum Zelten.
Sie gingen weiter hinunter zum See. Hier wollen wir unsere Zelte aufbauen, rief Miffy glücklich. Es war wirklich ein schöner Platz und Miffy war jetzt sehr müde. Wir bauen die Zelte auf, sagte Boris. Und du kannst dich ausruhen, Miffy, sagte Barbara. Ich lasse euch nicht alleine arbeiten, sagte Miffy. Ich gehe zum See und hole Wasser. Ich komme mit, sagte Barbara. Miffy trank von dem frischen, klaren Wasser. Es schmeckte himmlisch. Wenn ihr ein Feuer macht, sagte sie zu Boris und Barbara, koche ich uns eine feine Suppe. Meine Mutter hat mir schöne, saftige Karotten in meinen Rucksack gepackt. Boris freute sich. Das ist eine gute Idee. Ich habe trockenes Feuerholz in meinem Rucksack. Und Barbara sagte, ich habe einen Topf, Schüsseln und Löffel in meinem Rucksack. Es wurde langsam dunkel. Sie setzten sich um das Lagerfeuer herum und aßen die leckere Karottensuppe. Nach dem Essen waren sie alle drei sehr müde. Sie sagten einander gute Nacht und legten sich in ihre Zelte zum Schlafen. Der Gesang der Vögel und die ersten warmen Sonnenstrahlen weckten sie auf. Guten Morgen. Guten Morgen, Barbara, rief Miffy. Guten Morgen, sagte Boris noch ein wenig schläfrig. Sie packten die Zelte zusammen und dann machten sie ganz sorgfältig die Feuerstelle sauber. Sie tranken noch etwas von dem frischen Wasser und machten sich glücklich auf den Weg über die Hügel zurück nach Hause. Zelten macht wirklich großen Spaß, sagte Miffy zu Boris und Barbara. So einen Ausflug müssen wir bald wieder machen. In Miffys Zimmer hängt ein ganz besonderer Kalender. Darauf sind die Geburtstage von ihrer Familie und all ihren Freunden eingetragen. Sie will keinen einzigen Geburtstag vergessen. Da ist ein Zeichen für Boris Bärs Geburtstag und für Barbara Bärs Geburtstag. Ein Zeichen für Poppy Pigs Geburtstag, ein Zeichen für Mutters Geburtstag und ein Zeichen für Vaters Geburtstag. Und da ist sogar ein Zeichen für Schnuffis Geburtstag. Und der ist heute. Es ist gut, dass ich meinen Geburtstagskalender habe, dachte Miffy. Es wäre schrecklich, wenn ich den Geburtstag eines lieben Freundes vergessen würde. Aber was könnte ich Schnuffi zum Geburtstag schenken? Ob so ein kleiner Hund wohl Eis und Kuchen essen darf? Ich glaube nicht. Miffy bat ihre Mutter um Hilfe. Heute ist Schnuffis Geburtstag, sagte sie. Was könnte ich ihr schenken? Nun, sagte die Mutter, Hunde spielen gerne. Warum gibst du ihr nicht eins von deinen alten Spielzeugen? Du hast so viele. Miffy ging in ihr Zimmer und sah sich ihre schönen Spielsachen an. Miffy dachte, ich liebe alle meine Spielsachen, aber ich liebe auch Schnuffi. Was soll ich nur tun? Vielleicht sollte ich etwas selber machen, etwas nur für Schnuffi. Sie ging zu ihrer Mutter und fragte, was kann ich für Schnuffi machen? Ich habe eine hübsche Schüssel, sagte die Mutter. Du kannst ein Bild von Schnuffi darauf malen? Dann hat sie eine schöne Wasserschüssel. Die Mutter holte die Schüssel aus dem Schrank und gab sie Miffy. Das ist eine gute Idee, freute sich Miffy. Ich nehme meinen Malkasten und male ein schönes Bild von Schnuffi auf die Schüssel.
bald war die Schüssel fertig. Und sie war wirklich wunderschön. Miffy lief nach draußen und rief: Schnuffi! Schnuffi! Du hast Geburtstag! Hol dir dein Geschenk! Als Schnuffi die schöne kleine Schüssel mit ihrem Bild darauf sah, wedelte sie mit dem Schwanz und sprang vor Freude auf und ab. So ein hübsches Geburtstagsgeschenk. Miffy freute sich auch, denn sie hatte die Schüssel ganz alleine bemalt. Sie nahm eine Gießkanne und füllte die Schüssel mit frischem Wasser. Und Schnuffi trank das Wasser aus ihrer neuen Schüssel. Was für ein schöner Geburtstag! Miffy, Miffy, rief die Mutter. Es ist Zeit aufzustehen, die Sonne scheint. Aber Miffy stand nicht auf. Ihre Mutter rief noch einmal: Miffy, aufstehen! Dann ging sie in Miffys Zimmer und sah sofort, dass Miffy krank war. Sie fühlte Miffys Stirn. Ich glaube, du hast Fieber, Miffy. Ich muss deine Temperatur messen. Sie holte ein Fieberthermometer und steckte es unter Miffys Arm. Die Mutter sah auf das Thermometer. Oh je, Miffy, du hast wirklich Fieber. Miffy sagte: Oh Mutter, mir ist heiß und kalt zugleich. Ja, sagte die Mutter, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du eine Erkältung hast. Ich bringe dir noch eine Decke und etwas zu trinken. Wenn man eine Erkältung hat, muss man sehr viel trinken. Ich werde dir dein Frühstück ans Bett bringen. Möchtest du das? Ich habe gar keinen Hunger, sagte Miffy traurig. Wenn du nicht hungrig bist, dann hast du ganz bestimmt eine Erkältung. Wer kann das sein so früh am Morgen? Sagte die Mutter. Sie ging zur Tür. Es war Miffys Freundin Aggie. Darf Miffy rauskommen und mit mir spielen? Fragte Aggie. Das wäre schön, Aggie, sagte die Mutter. Aber Miffy liegt noch im Bett. Ich fürchte, sie hat eine Erkältung. Ich hoffe, es geht ihr morgen schon wieder besser. Dann kann sie auch wieder mit dir spielen. Eine Stunde später klingelte es wieder. Die Mutter öffnete die Tür und da standen Boris und Barbara Bär. Auch sie wollten Miffy besuchen, aber Miffy lag immer noch im Bett. Miffys Mutter sagte: Wisst ihr, Boris und Barbara, eine Erkältung ist ansteckend. Es ist besser, wenn ihr Miffy heute nicht besucht. Boris und Barbara gingen traurig nach Hause. Die Mutter schaute in Miffys Zimmer und sah, dass Miffy immer noch schlief. Da klingelte es schon wieder. Wer kann es dieses Mal sein? Fragte sich die Mutter. Als sie die Tür öffnete, sah sie Boris, Barbara und Aggie draußen stehen. Ihr wisst doch, dass Miffy krank ist. Wir bringen Geschenke für Miffy, sagten die drei, damit es ihr bald wieder besser geht. Wir haben ihr Obst mitgebracht, ein paar Äpfel, Trauben und Apfelsinen. Das ist sehr nett, sagte die Mutter. Das Obst wird ihr gut tun. Ich gebe es ihr gleich. Die Mutter brachte Miffy das Obst.
Miffy war glücklich, dass sie so gute Freunde hatte. Sie aß zuerst den Apfel. Er schmeckte köstlich und Miffy hatte das Gefühl, es ginge ihr schon besser. Und tatsächlich, am nächsten Morgen ging es ihr wirklich viel besser. Und bald konnte sie auch wieder draußen mit ihren Freunden spielen. Miffy, 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 komm, deine Freunde warten schon. Knuffy, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr.